Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und wir haben hier den David, er ist 6-1 gegangen. Regionals heute in München mit einem interessanten Deck. Ich habe mal Deutsche heute gespielt mit der Gemnet Engine. Ich fange gleich mal an. 3 Hoodcakes. Nee, warte, dann gehen wir doch. 3 Magellin, 3 Angeli. Das war eigentlich die 9 guten Deutsche. Dann nur ein Messenger-Lator und eine Mufa. Mufa braucht man eigentlich bloß für Levier und für die Combo. Und den braucht man einfach einmal bloß. Und sonst kann man einfach immer wieder reinmischen. Dann 3 Max Teme. Ich habe tendenziell eigentlich sehr viel Pepe und Cosmo erwartet, habe aber gegen einen Pepe gespielt und kein einziges Cosmo. Die Mütze ist nur noch geil, Alter. Mach das Licht an. 3 Damage-Juggler und 2 Hat-Tricker. Kein Trick-Clone, weil der einfach keine Synergie mit dem ganzen deutschen Trick hat. Und 2 Porno-Kalender. Adventskalender. Die Karte kann man wirklich nie tot. Dann Zauberkarten, 3 Brilliant Fusion. Mit der Magilane einfach ein guter OTK. 2 Chateau und ein Tick. Was hast du mit dem Timing gehabt? Ein Proof Moon und 2 MSTs mal. Okay. Fallen. 2 Timespace. Eine Bottomless. Warning. Emptiness. 2 Mirror Force, weil ich keine Storm Mirror Force rechtzeitig ranbekommen habe. Und eine Trap to Strap Online. Das warten wir gar nicht drauf. 40 Grad Mähne. Dann extra das Side zuerst. Side. Okay, Side. 2 Ghostwalker. Dann 2 Cyber Dragon. Meine Tech-Card, die hat leider nicht zum Einsatz kam. Ich wollte die eigentlich gegen Cosmo boarden, damit Dweller einfach über den Dark Destroyer drüber laufen. Aber kein einziges Cosmo leider gespielt. Dann der dritte MST. 2 Galaxy-Zeichner. 2 Anti-Spell Fragments. Die kam heute richtig gut. Ich habe gegen 2 Magicians gespielt. Game 2, Standby Face Flip. Schieb zusammen. 2 Chaos Trap Holes, auch gegen Cosmo vorwiegend. Und 3 Decrease. Okay. Dann extra Deck, 2 Levier, ein Armokauf, ein Acid Cooler. Acid Cooler nie gebraucht, Levier hat letzte Runde 2 Stück gebraucht. Ansonsten auch immer bloß einen und der Alucard kam auch immer ganz gut. Dueller habe ich nie gebraucht heute. Kein Gorgon mit Anti Spell Frequenz, richtig gut. Nicht so, oder? 2 Tierra, ein Castell, ein Trapezmittel bei dem Ticker, dann 2 Nord, ein Fortress Dragon und 2 Seraphim. Ist klar. Wie bist du auf Madalche gekommen? Ich hatte das Deck seit, ich glaube, einem Jahr daheim rumliegen, hab's nie gespielt gehabt. Dann kam mir jemand mit der Idee, dass ich das mit der Gemnet Engine spielen könnte. Und dann ja, einfach ausprobiert. Wie hat's dir heute so gefallen mit dem Deck? Fand ich sehr schön. Ich habe einmal nur gebrickt, ansonsten immer stabile Starthände gehabt. Alles klar, danke dir. Ja, oder? Oi, da was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.